Ich glaube, wir haben die gleichen Gefühle. Welcome home. Ein wunderbarer Moment. Es war auch für uns im Ensemble, im Chor, bei den Solistinnen und Solisten eine große Freude. Wir sind wieder zu Hause. Trotzdem bin ich dankbar, dass wir ein ganzes Jahr in der Olmerhalle verbringen durften. Mit großem Aufwand. Und ich möchte allen, die uns begleitet haben in die Olmerhalle, sehr herzlich für diese Solidarität danken. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit? Es ist ein alter Psalm, den Martin Luther in Musik übersetzt hat. Er hat ja um das Jahr 24 drei Sammlungen von wichtigen deutschen Chorälen als Flugblätter, Niklaus wird uns viel nachher darüber erzählen, herausgegeben, so die Quintessenz, die Notapotheke, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Bibel, oft aus Psalmen, in Deutsch gesetzt, damit die Leute mitsingen können. Und wie Sie wissen, Trogen und Ruhe die Lutz bedeutet natürlich Singstunde. Wir nehmen unser Luzogramm und gehen uns mal an diese Melodie heran. Mit diesen chromatischen Sachen. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. Singen wir es zusammen. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. Eine aufsteigende Linie. Und bei der Bachschen Version hier chromatisch versetzt und eine Kadenz in der Subdominante. Gern nochmals. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. Sehr schön. Zweite Vers heißt, so soll Israel sagen. So, bitte. So soll Israel sagen. Man spürt den gregorianischen Hintergrund. Alte Musik, die der Luther aufnahm und sagte, ich will, dass man das singen kann. Unten sehen Sie die Wiederholung. Und ich habe mich nicht verschrieben. Meistens beim Gegenstollen kommt ja ein neuer Text. Aber auch im Psalm ist es ja so, dass dort die Wiederholung kommt. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, wir hätten müssen verzagen. Wollen wir versuchen? Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, wir hätten müssen verzagen. Ich möchte, dass wir uns dieser Melodie nochmals widmen. Summen Sie doch mit. Wiederholen. Wir müssen die kennen, um den schwierigen Eingangschor noch viel besser dann hören und verstehen zu können. Singen wir weiter, die so ein armes Häufchen sind, veracht von so viel Menschenkind, die an uns setzen alle. Die. Die so ein armes Häufchen sind, veracht vor so viel Menschenkind, die ein schöner erster Versuch und jetzt ein zweites Mal mit Kraft und Energie. Die so ein armes Häuflein sind, veracht vor so viel Menschenkind, die an uns setzen alle. Wir werden am Schluss, das kann ich Ihnen jetzt ansagen, mit einem Quartett unseres Chors und unserem Chorleiter Clemens Flämig Ihnen noch viel mehr zeigen, wie dieser Eingangschor funktioniert. Wir bauen auf, wir zeigen Ihnen, was ist eine Gegenfuge und Sie werden hören, die Theorie beginnt zu klingen. Das ist unser Ziel.
Ich möchte aber nur, bevor wir beginnen, ein kurzes Wort zur sogenannten Gegenfuge sagen. Das möchte ich an einem kleinen Kinderlied Ihnen zeigen. Wenn Sie bei Bertha schauen, Sie erinnern sich früher, wie es hieße, mit den fliegenden Bienen, bitte. Summ, 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 Bienchen summ herum. Unser Chorleiter würde Ihnen sagen, mehr S und mehr M. Summ, summ und immer das U mit viel Honig. Probieren bitte. Summ, 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 Bienchen summ herum. Niklaus lächelt. Er scheint Bienen gerne zu haben und Honig. Ja. Gut, jetzt. Sie sehen, die da da. Und jetzt die, 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 die. Die Inversion, die Umkehrung ist dann gerade auf der rechten Seite zu sehen. Ich habe es jetzt dort transponiert in die Fuge, aber wir singen es jetzt in dieser Art. Ich singe es Ihnen vor. Was vorher nach von oben nach unten geht, geht jetzt von unten nach oben. Summ, 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 Bienchen summ herum. Probieren wir mal. Bim, summ, summ, Bienchen summ herum. Die Fuge wäre jetzt, ich beginne zuerst mit der richtigen Form. Jetzt Tim, Summ, 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 Summ. Jetzt kommt wieder Tim, Tü, Tü, Li, Di, Da, Da, Da. Summ, Summ, es wie also immer die richtige Form des Liedes und dann nachher die umgekehrte Form des Liedes. Ein großes Kunststück. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass Johann Sebastian Bach 1735 eine sehr späte Kantate für die Kirche beisteuerte, eine Choralkantate. Er hat sich in dieser Zeit schon bereits mit der Kunst der Fuge beschäftigt. Das heißt, mit solchen Fragen. Großartiger Kontrapunkt, Spiele. Er hat das nicht erfunden, das war Tradition, das haben Komponisten vor allem vor ihm noch viel gemacht, aber auch später. Ja, nun die Frage, wer Gott nicht mit uns diese Zeit, den Choral kennen wir, die Gegenfuge kennen wir. Was sind so die Hintergründe, die du dir überlegt hast beim Studieren dieser Kantate? Ich habe mich ein wenig vorbereitet und ich habe gelesen intensiv zu Luthers Liederschaffen, seinen Übersetzungen. Und ich wusste es und wusste es doch nicht. Man muss es so deutlich sagen, Martin Luther hat das evangelische Kirchenlied erfunden. Und das heißt nicht nur ein Lied erfunden, sondern das heißt, die ganze Liturgie auch wurde umgestaltet dadurch, dass Gemeindegesang plötzlich im Zentrum stand. Einerseits Bibelübersetzung durch Luther und andererseits nun eben Gemeindegesang. Man muss dazu wissen, dass noch im Konzil zu Basel 1435 der Gemeindegesang in der Volkssprache verboten war. Die Leute durften nur Responsorien singen und die waren meistens wie Kyrie Eleison griechisch oder Halleluja, das heißt war hebräisch. Die Leute haben selber wahrscheinlich oft gar nicht verstanden, was der semantische, der Sinnkern dessen ist, was sie nur sehr, sehr abgekürzt im Gottesdienst singen durften. Natürlich hat man vorher schon gesungen, das war bei Prozessionen, hat man beispielsweise gesungen und sonst, aber in der Kirche hat man nicht gesungen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie das eine Gemeinde zu einer Gemeinde macht, wenn sie plötzlich einstimmt in ein Lied und Luther hat auf eine großartige Weise zuerst übersetzt, also der Psalm 124, und Sie müssen den Unterschied hören.
hat er übersetzt, Lutherbibel 1545, wo der Herr nicht bei uns wäre, so sage Israel, wo der Herr nicht bei uns wäre, wenn die Menschen sich wieder uns setzen, so verschlängen sie uns lebendig und so weiter. Und jetzt, wie wir es gehört haben, in singbare Form gebracht, wer Gott nicht mit uns diese Zeit, so soll Israel sagen. Und dann die Wiederholung, wir hätten müssen verzagen. Sie merken, jetzt geht etwas ins Herz hinein, es wird etwas gesungen und das war die große Leistung von Luthers. Wenn wir denken, ja, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, wir kennen das. Wollen wir es gleich quartettmäßig singen? Nein, doch nicht. Da hätte Luther wahrscheinlich protestiert, weil Luther hat weder die Pauken noch die Trompeten gemocht. Er hat von Gottes Erschreien gesprochen. Er hat auch, muss ich dir leider sagen, die Orgelpfeifen nicht gemocht. Er hat gesagt, sie plärren und schreien. Wahrscheinlich deshalb, weil er selber eine Orgel war mit unglaublichen Registern, sprachlicher Art, auch emotionaler Art. Er liebte die sanfte Laute. Und ein großer Sänger, der Meistersänger Hans Sachs, nannte ihn die Wittenbergische Nachtigall. Finde ich eindrücklich. Da hätte ich mir ja ein Fähnchen aufgesteckt, wenn mir jemand gesagt hätte, meiner Frau Münsterzeit, ich sei eine Nachtigall. Aber wahrscheinlich hat Luther auch viel besser gesungen als ich. Nein, jetzt Scherz beiseite. Sie müssen sich vorstellen, was das bedeutet hat, dass Luther eine Singbewegung eigentlich zur vollen Entfaltung bringt. Münzer hat vorher schon auch Lieder gedichtet. Sie müssen sich vorstellen, was das an sozialem Momentum auslöst, wenn Menschen einstimmen, und zwar so einstimmen, dass sie wissen, was sie singen. Luther hat gesagt, Orgelton, also mit Tutti, hat er in einer Vorrede zu einem Liederbuch hat er von der Art der Baalspriester gesprochen in den alten Klöstern, die wie die Waldesel zu einem tauben Gott schreien. Das ist dieser Orgelton Luther. Er wollte, dass die Leute verstehen, was sie singen, dass es ins Herz geht und dass sie etwas mittragen gemeinsam, weil das allgemeine Priestertum heißt, wir feiern zusammen Gottesdienst, wir stimmen ein miteinander. Luther hat beispielsweise gesagt, das Abendmahl, die Liturgie nur gesprochen, das geht nicht. Wer sie nicht ins Herz fasst, dem hilft es nicht, wenn tausend Prediger sich toll und töricht schreien. Es muss gesungen sein. Es muss gesungen sein, weil es gleichsam in den Körper übergeht. Und das ist bei Luther ganz großartig. Du hast es vorhin gesagt. Allein im Jahr 1524 erscheinen 3 Liederbüchlein. Das erste, das 8-Liederbuch mit 4 Liedern von Luther drin, das war eigentlich eine lose Blattsammlung, die schnell von einem Drucker zusammengestellt wurde, noch kein richtiges Gesangbuch. Dann folgt das Enchiridion, das Handbüchlein, auch im selben Jahr 1524. Und dann Johann Walters ein geistlich Gesangbüchlein. Und das ist nun wirklich eigentlich der Nukleus für unsere Kirchengesangbücher. Von da an hat sich diese Bewegung entfaltet und hat eine Tiefe bekommen. Dort sind natürlich nicht nur Lutherlieder drin, aber sehr viele von ihm. Er liebte die Psalmen, deshalb die Psalmenbereimungen. Er hat auch alte, mittelalterliche Hymnen hat er ins Deutsche gebracht, damit alle einstimmen können, verstehen, was sie singen. Und so, auf eine große Weise, hat er die Liturgie, die Kirche geprägt, genauso stark wie durch seine Bibelübersetzung. Muss ich vorstellen, 1524, 1521, Wartburg. Da
Da wird er entführt, dann beginnt er zu übersetzen, 1522 das September-Testament, 1524 schon diese drei Büchlein. Ich wollte Ihnen deutlich machen, auch meine eigene Begeisterung dafür, etwas neu entdeckt zu haben und zu verstehen, das war eine ganz große Geschichte, die viel, viel bewirkt hat. Als Reformierter würde ich dann sagen, vergessen Sie nicht den Hugenottenpsalter, den Genfer Psalter, weil das war auch eine Singbewegung. Reformation war eine richtige Singbewegung. Und deshalb hat es so viel Bewegungsenergie gehabt. Ein wunderbarer Exkurs, Niklaus, begeisternd wirklich. Und zeigt uns, wo die Grundlage ist eigentlich sehr vieler Musik, die Johann Sebastian Bach und seine Vorgänger und auch Nachfolger komponiert haben. Und natürlich, die Gemeinde hat diesen Choral viel gesungen. Sie haben ihn verinnerlicht. Und es ist ganz schwierig, den zu verinnerlichen, wenn man ihn zum ersten Mal hört. Aber denken Sie an ein Lied wie... Wenn die Appenzeller da sind, dann stehen die gleich auf und dann wird gesungen und sie wissen, was drin steht. Sie wussten nicht unbedingt, dass eine Frau den Text dazu gemacht hatte. Da hat man den ein bisschen auf der Seite gesagt, nein, der Dobler, Wolfheldler Dobler in Spiecher, der hat das Lied gemacht. Ja, aber die Begeisterung, sie wissen, wie es ist. Oder wenn wir zum Beispiel miteinander, wer nur den lieben Gott lässt walten, nur die erste Zeile. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit. Vielleicht haben Sie jetzt auch Hühnerhaut, weil wir den einfach kennen. Das ist das Grandiose am Singen. Und das mantrische Element gefällt mir eben grundsätzlich auch. Nun, hier haben wir dann folgende Musik. Dann hören wir im Horn. Ich denke, Sie haben den Choral, den Sie gesungen haben, von jetzt doch erkannt. Aber natürlich nicht in der Art und Weise, wie wenn es das Landsgemeindelied wäre. Also das Bekannte, das, was uns Niklaus so gezeigt hat, wie sich das entwickelt, jetzt sind wir da. Diese Singbewegung weitergeführt in einer hochkomplexen Kantate. Das würden wir Ihnen dann am Schluss zu zeigen versuchen, eben mit dem hohen Anspruch, Ihnen auch noch zu zeigen, was ist eine Gegenfuge. Das wissen nämlich die wenigsten. Also ich habe es erst ziemlich spät gelernt. Nun, es geht dann weiter mit einer Arie für Sopran, Streicher und einem Instrument, Gorno steht. Ein sehr hohes Gorno, nämlich in Hoch B. Was haben wir hier für einen Text? Die ganze Kantate ist ja aufgebaut auf diesen drei Strophen des Lutherliedes. Die erste und die letzte werden integral gesungen. Die zweite Strophe, die wird gleichsam ausgepackt in diesen anderen drei Sätzen. Und es ist so, dass wir hier in der Lutherstrophe, auf uns ist so zornig ihren Sinn, wo Gott hätte das zugeben, verschlungen hätten sie uns hin mit ganzem Leib und Leben, wir wären, als die ein Flut ersäuft und über die groß und Wasser läuft und mit Gewalt verschwemmet. Jetzt, man sieht, die Bedrohungslage wird jetzt in der Arie, Sopranarie, wird sie aufgerufen. Unsere Stärke heißt zu schwach, unserem Feind zu widerstehen. Stünd uns nicht der Höchste bei, würde uns ihre Tyrannei bald bis an das Leben gehen. Man merkt also, es ist ein Lied und deshalb auch in dieser Bedrohungslage, Luther war ja vogelfrei, er hat diesen Psalm übersetzt und jetzt wird das aufgenommen. Was mich überrascht hat, und das musst du mir erklären, wie Bach das musikalisch umsetzt, weil ich hätte das, unsere Stärke heißt zu schwach, hätte ich mir ganz anders vorgestellt.
Jetzt wollen wir das gleich ausprobieren. Wie hast du dir das vorgestellt? Also du kannst es auch spielen, aber du kannst auch mir eine Angabe geben, was ich erfinden soll. Ich hätte vermutet, dass diese innere Bedrängnis, man spürt die eigene Schwäche, man kann dem Feind nicht widerstehen, dass das musikalisch umgesetzt wird, aber ich habe eigentlich eine große Stärke, spüre ich, in dieser Art, fast etwas, auch, weiß nicht, ob tänzerisch ein richtiges Wort ist. Das ist dann die zweite Sache. Ich möchte jetzt aber wissen, wie ich es improvisieren soll, damit ich deine Vorstellung darstellen soll. Ich hätte erwartet, nach dieser ersten Strophe nun diese Art von Verinnerlichung, wir sind so schwach und dass diese Schwäche hörbar wird. Okay, das wollen wir versuchen. Unsere Stärke ist zu schwach, unserem Feind zu widerstehen. Unsere Stärke heißt zu schwach, unsere Stärke heißt zu schwach, dem Feind zu widerstehen. Irgend so etwas? Ja, also 6 als Note hätte ich dir gegeben. Perfekt. Danke, sehr gut. Jetzt, wie klingt die Arie? Hören Sie doch zu. Ich versuche das Horn ein bisschen zu imitieren. Nachher hören Sie es dann schön. Unsere Stärke heißt zu schwach, unserem Feind zu widerstehen. Unsere Stärke heißt zu schwach, unserem Feind zu widerstehen. Unsere Stärke heißt zu schwach. Und so weiter. Eine Fanfarenarie der herrlichsten Art. Ein brandenburgisches Konzert. Das wäre durch Brandenburg Nummer 7. Das könnte man ja dann auch so komponieren. Das hätte er in einigen Tagen für uns erledigt. Ich habe diese Arie als eine Begeisterung eines Menschen mit tiefstem Gottvertrauen empfunden. Mögen Sie sich vielleicht noch an die Schwester Manuela erinnern, St. Mangen. Sie ist fast emporgeschwebt, als sie sagt, ich verlasse mich auf Gott. Und sie sagte, ja, ich mache, was ich gut finde. Ich mache mit meinen Schwestern im Nockersack das, was ich meine, sei das Wichtigste. Und wenn er es nicht will, dann wird er es verhindern. Er. Nachher sagte sie zu mir, Herr Lutz, das war furchtbar, dass Sie mich da gefragt haben. Ich bin ganz nervös. Dann habe ich gesagt, er hätte es verhindert. Es ging aber sehr lang, bis sie wusste, was ich sagen wollte. Ja. Nachher hat sie aber süß gelächelt. Ja. Diese Begeisterung, ich muss sagen, diese Glaubensstärke, das ist schon sehr eindrücklich und ich empfinde das. Dann, was ich Ihnen vielleicht noch sagen möchte, es gibt in dieser späten Phase, ist ja ähnlich, ein bisschen später als Weihnachtsoratorium, gibt es so wunderbare Sachen. Ich habe es dann aufgeschrieben bei Friedrich. Man betont gewisse Noten, nämlich stöhnt uns nicht der Höchste bei. Also eine Synkope. Stöhnt uns nicht der Höchste bei. Deklamatorisch ist Bach sicher auf seinem Höhepunkt, macht das mit einer großartigen Sicherheit und berührt uns. Und dann kommt das Horn und dann kommen die Geigen dazu. Genießen Sie es heute Abend. Und natürlich, auch diese Arie ist ein Gegensatz zu dem eher bedrängten und agitato-mäßig funktionierenden Eingangschor, den Sie ja dann am Schluss nochmals hören. Und dann kommt wirklich ein ganz verrücktes Rezitativ. Wenn Sie Ihr Büchlein mal aufschlagen, das wäre bei der Nummer 3. Könntest du uns diesen Text noch ein bisschen erklären? Ja, hätte es Gott nur zugegeben,
Das müsste erklärt werden. Wir wären längst nicht mehr am Leben. Sie rissen uns aus Rachgier hin. So zornig ist auf uns ihr Sinn. Es hätte uns ihre Wut wie eine wilde Flut und als beschäumte Wasser überschwemmet und niemand hätte die Gewalt gehemmet. Was ja auch zu tun hat mit dem Sonntagsevangelium, nämlich der Stillung des Seesturmes. Was heißt das aber? Ja, hätte es Gott nur zugegeben. Wenn Gott es zugelassen hätte, es ist ein Dankpsalm in einem Moment von großer Bedrängnis. Wie oft bei diesen Psalmen wird Erinnerung aufgerufen, damit eine Gemeinschaft, die bedrängt ist, spürt, wir sind nicht ganz allein. Schon damals hat Gott das nicht zugelassen. Das spielt hier hinein. Und eben, du hast es jetzt sehr schön gesagt, da sieht man, wie komplex diese Dinge konstruiert sind, dass diese Wahl des Psalms korrespondiert, ohne dass es direkt benannt wird, korrespondiert mit dem Sonntagsevangelium, der Stillung des Seesturms. Ich finde das großartig, weil das jetzt in diesem Psalm 124 hat ja mit Matthäus auch nichts direkt zu tun, aber die Motivik wird aufgenommen. Ich habe es vorher zitiert in der Übersetzung Luthers und jetzt in diesem Libretto heißt es, es hätte uns ihre Wut wie eine wilde Flut und als beschäumte Wasser überschwemmet und niemand hätte die Gewalt gehemmet. Also jetzt ist das, was in der Predigt irgendwie angesprochen werden musste damals, nämlich über diese Stillung des Seesturms, dass die denken, der schläft da hinten und lässt uns sozusagen untergehen und dann aber wird der Sturm gestillt. Diese Motivik wird aufgenommen durch den Psalm 124. Ich finde das großartig, wie man sieht, wie komplex das konstruiert ist. Ich glaube, das ist uns gelungen in diesen 15 Jahren, dass wir nicht mehr fluchen über die schlechten Texte, sondern wissen, wir müssen sie entschlüsseln. Und das ist auch genau wahrscheinlich die Qualität eines guten Librettisten war, enigmatische Momente da einzubauen, wo man sagt, ah, er tönt das an, oh, das kommt aus dem Faust 2, siebte Szene, 23. Und dann konnte man das zitieren und so. Und dann wurde das so gespielt, dieses auf hohem Niveau. Und dann kommt Bach hier mit der Vertonung, man könnte meinen, er habe eine Opernarie, eine Opernrezitativ gemacht. Also bei mir wird es jetzt wahrscheinlich etwas schrecklich klingen, aber ich hoffe mit Inbrunst und Energie. Beginnt hier so. Ja, hätte es Gott nur zugegeben. Was macht die Basslinie? Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück. Und die Erde erbebte. Und die Felsen zerrissen. Nicht ganz so, aber ein bisschen, ja. Also eine gewaltige Eruption, die er so darstellt. Hören Sie sich's an. Für theoretisch Interessierte, die sich interessiert haben für Enharmonic Confusion, mögen Sie sich vielleicht erinnern, es kam irgendwann mal enharmonische Verwechslung, gibt's hier ein paar wunderbare Beispiele, wo Bach sozusagen einen verminderten Septakkord anders auflöst, als er ihn eingeleitet hat. Das kommt dreimal hier vor, aber ich werde Sie jetzt mit dem nicht behelligen, sondern Sie müssen dann bei der Gegenfuge sehr gut aufpassen. Nachher kommt die Arie, Vivace, alla breve, zwei Oboen, Bass und Basso continuo, sehr ähnlich wie beim Weihnachtsoratorium im Sechsten. Wird meistens dabei steht auch Vivace und alla breve, also in doppeltem Tempo. Wenn Sie das hören, solche Sachen und dann der Sänger. Gott bei deinem starken Schützen sind wir vor den Feinden frei. Auch hier vor den Feinden mit Synkopen arbeitet und dann sind wir. Dadurch, dass er lange Töne auf ganz verschiedene Silben setzt, kann er den einzelnen Wörtern in bestimmten Zusammenhängen wieder einen betonten Akzent überreichen. Aber vielleicht doch zum Text. Ja, ich finde es eindrücklich, wie du jetzt aber auch hörbar gemacht hast, wie
diese Flutmetaphorik, wie die in der Bassarie zu hören ist, musikalisch umgesetzt wird und auch hier nochmal diese Kraft ist, wenn man den Luthertext selber anschaut, 1545, sieht man, dass der Bezug zum Buch Jona, also der da in die Wellen geworfen wird, verschluckt wird. Sie merken, es ist ein dichtes symbolisches Geflecht, das hier aufgerufen wird. Ich glaube, der Text erklärt sich sozusagen selbst. Wenn sich als wilde Wellen uns aus Grimm entgegenstellen, stehen uns deine Hände bei. Es ist wieder das Motiv des Bewahrtwerdens in großen Turbulenzen, in schwierigen Situationen, bezieht sich sehr eng auf diesen Psalm 124 und auf die Luther-Übersetzung. Also ich finde es sehr eindrücklich, wie das in Worte gebracht ist. Wenn es um die Wellen geht, hat Bach folgende Figur. Wenn sie sich als wilde Wellen... Wollen Sie singen? Nicht unbedingt, aber heute Abend hören Sie dann Dominik Wörner und die Oboen machen... Und es geht durch die Tonarten. Man hat den Eindruck, er habe auch große Freude beim Komponieren und es fällt ihm nicht schwer, so etwas zu tun. Nachher Schlussidee mit dem dritten Vers des Lutherliedes. Gott Lob und Dank, der nicht zugab, dass ihr Schlund uns möcht fangen. Und dann kommt dieses schöne Bild, wie ein Vogel des Stricks kömmt ab, ist unsere Seele entgangen. Strick ist entzwei und wir sind frei. Keine Masken mehr. Nein, also... Ich finde, das Schöne daran ist, dass die eine ganz andere Metaphorik jetzt kommt, nämlich Individualisierung. Der Vogel, die Seele, die nicht sozusagen gefangen wird, sondern die befreit wird. Und das gibt dieser Kantate, finde ich, nochmal einen schönen Drive auch. Das ist nicht nur wir als Gemeinde, die Bedrohung, das Politische, sondern es gibt auch Schlingen, die durchaus privater Natur sind. Und von daher gefällt mir das sehr gut. Strick ist entzwei und wir sind frei. Das Vögelchen, also man kann das auch ganz individuell übersetzen. Und natürlich, Sie erkennen den Choral, weil wir ihn gesungen haben. Gott Lob und Dank dir nicht zugab. Wieder mit Choralzwischenspielen unseres Organisten Nicola Kummer. Nun darf ich mein Quartett auf die Bühne bitten. Lady Noemi, Lady Antonia, Lady Clemens und Lady Fabrice und Lady Rudi am Pianoforte. Einen herzlichen Applaus. Wir gehen jetzt die erste Zeile an. Wer Gott nicht mit uns diese Zeit, Sie mögen sich erinnern, wer Gott nicht mit uns diese Zeit. Und wenn ich sage, es ist eine motettische Art der Bearbeitung, sagt man das ganz einfach. Man nimmt den ersten Teil und bearbeitet ihn, setzt ihn rhythmisch um. Eine sogenannte Vorimitation nennt man das. Es ist nicht der Cantus Firmus selber, sondern man erkennt Teile dieses Cantus Firmus. Die Bearbeitung kann frei sein. Ich würde den Kontrabass spielen und ihr singt auf das als Quartett. Bis zum ersten Unterbruch. Wer Gott nicht mit uns diese Zeit, klingt wie ein Chorstück. Wenn Sie jetzt aber den Tenor mal alleine hören. Wer Gott nicht mit uns diese Zeit.
Haben Sie erkannt? Die Choralmelodie mit einigen Kleinigkeiten. Was singt uns der Bass? Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, diese Zeit. Das lassen wir weg. Wir nehmen nur da, 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 da. Machen wir es zusammen nochmals. Und jetzt lassen wir Clemens und Fabris gleichzeitig beginnen. Das klingt ein bisschen nach hinten mit. Miteinander, ja genau. Also wir machen etwas, was er nicht gerne macht. Falscher Einsatz. Ja. Jetzt merken Sie, es ist wie ein Spiegel. Ah, ich sehe schön aus. Und dann geht man näher hin. Dann, oh, da ist der Runzler. Und dann geht man wieder weiter voneinander weg. Also die Stimmen gehen auf, hinauf und gehen hinunter. Hören Sie es doch nochmals zusammen. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit. Das ist jetzt ganz toll, he? Aber jetzt ist es eng versetzt, so dass es eine gute Harmonik gibt. Hören wir das uns an. Jetzt hören Sie zuerst hinauf und hinunter, das ist die Gegenfuge, und zwar im Stretta. Wie ist das beim Alt und beim Sopran? Natürlich, wenn ihr aufhört, wo die quasi Zeile fertig ist, könnten wir vielleicht das noch deutlicher zeigen. Das Thema ist dann so und die Stimme geht dann weiter. Das ist der sogenannte Kontrapunkt. Gerne nochmals die beiden Damen. Ja, und Sie hören auch hier Antonia. Bringt den Cantus in verkleinerter Form sozusagen hinauf und Noemi kommt von unten, geht von oben nach unten. Machen wir diese Kette und achten wir darauf, wie das funktioniert von vorne. Der Cantus Firmus. Er ist nirgends in der vokalen Lage, sondern er ist nur im Horn kollabiert mit den Oboen. Wir machen es nochmals und ich versuche, den Cantus Firmus zu singen. Und Sie werden ihn erkennen, weil Sie es selber gesungen haben. Eine Gegenfuge mit integriertem Cantus Firmus, mit demselben Thema. Das geht dann durch jede Zeile durch. Was er noch großartiger macht, aus meiner Sicht, Kontrapunkt, das kann man lernen. Und ich glaube, wir haben alle mal irgendwo so eine Doppelfuge versucht. Und es klang nicht so schlecht, aber es klang auch nicht so gut. Er kann färben. Zum Beispiel, wenn es bei der Stelle darum geht, das armselige Häuflein darzustellen. Hören Sie mal das armselige Häuflein durch Antonia dargestellt.
Und jetzt haben wir gesagt, Jesu, ein riesenlanger Ton, viel länger als im Cantus Firmus. Das kann er machen. Und dann gibt es diese da, die, und jetzt kommt der Fabris, die da, mit der Gegenfuge. La, ra, 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 ri, ra, ra, ri, ri, ri. Hören wir uns das einmal an im Quartett. Ein. Ist der Cantus Firmus in der Mitte und nicht bis zum Schluss. Niklaus, eine theologische Frage an dich. Das könnte ja eventuell interessant sein zu deuten. Ein Cantus Firmus, der nicht immer da ist, ohne Text, aber mit prominent besetzten Instrumenten dargestellt wird. Gäbe es da eine Idee für dich? Ja, unvorbereitet, wie ich mich habe auf diese Frage. Ja, darum habe ich sie dir auch nicht gestellt. Würde ich sagen, das schöne Motiv wäre das, dass es nicht immer im Bewusstsein ist, versprachlicht von einem Subjekt, sondern dass es Motive gibt, die in der Sache drin sind, der Cantus Firmus. Das heißt, die Leitmelodie, aber sie ist präsent, ohne dass Einzelne das so singen. Wärst du einverstanden mit dieser Deutung? Eine schöne Deutung. Ich könnte mir vorstellen, der Cantus Firmus ist wie die Präsenz Gottes. Man weiß, er ist da, wäre Gott nicht mit uns in, mit der Zeit, aber man hört seine Stimme in diesem Sinne nicht. Er spricht nicht zu einem durch die Sprache, sondern durch die Musik, durch den Cantus. Darf ich noch eine spitze Bemerkung zum Schluss machen? Weil ich höre so oft, dass man sagt, ja, die protestantischen Kirchen haben zu wenig Rituale und dann beginnen Leute in der praktischen Theologie Rituale zu basteln, so selbstgebasteltes. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Musik in dieser Qualität, die in den Körper hineingeht, in der Sinnstrukturen sozusagen polyphon präsent sind, das brauchen wir wieder. Wir brauchen keine selbstgebastelten Rituale, wo jemand einen Stein in die Hand nehmen muss und spüren muss, wie der Stein so Tiefe erzeugt, sondern diese Art von Musik, das wäre meine spitze Bemerkung. Das gibt dann beim Apero schön zu sprechen. Wir wollen zum Schluss zwei Sachen noch machen. Wenn wir den Anfang darstellen, die Bewegung des Chorales nach oben, da gehen die Stimmen, laufen die Stimmen nach vorne. Wenn sie nach unten gehen, laufen sie nach hinten. Und dann ein Schlusswort unseres Chorleiters Clemens Flemig, der mir gesagt hat, ich glaube, es war für Bach sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit, 1735, wir haben es angetönt gehört, was er eigentlich als ein medizinisches Mittel genommen hat, damit es ihm wieder besser geht. Jetzt kleines Theater. Und Haben Sie zugeschaut? Haben Sie nicht zugeschaut? Dann können Sie es bei der Einführung, dann, wenn es dann kommt, wieder zuschauen. Hat die Kamera alles erwischt? Wir hoffen es. Ja. Clemens, ein Schlusswort von dir.
Ja, mich hat dieses Stück total überrascht, als ich es zu Hause zum ersten Mal gesehen habe. Und ich war ein bisschen peinlich berührt, dass ich es nicht kannte. Und es ist ja immer so, dass man sich vorbereitet. Und diesmal haben wir uns auf ein sehr kompliziertes Stück vorbereitet. Und mit einigen Sängern, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das ist ziemlich schwierig, sich darauf vorzubereiten, weil es geht eigentlich gar nicht ins Ohr. Und wenn man es sich anschaut, dann ist man auch erstmal so orientierungslos. Und wir haben ja jetzt kurz gezeigt, den ersten Abschnitt, wie gut das konstruiert ist. Und das hat mich sehr beschäftigt, dass dieses Thema Anfechtung, was bei der Stillung des Sturmes ja ein Thema ist, dass er dieses Thema nimmt und mittels Kontrapunkt und kontrapunktischer Konstruktion eigentlich etwas ganz Sicheres konstruiert, was für uns aber eigentlich erstmal im ersten Eindruck so orientierungslos ist und wo man die Orientierung verliert und wo es sozusagen gleichzeitig Sicherheit gibt und gesprengte Grenzen. Und das, ja, das war einfach sehr spannend bei dem Stück, das so zu arbeiten und so nachempfinden zu können, dass es trotzdem, so wie du gesagt hast, eine Sicherheit gibt. Und was du mir gesagt hast, hat mir besonders gut gefallen. Bach in seiner schwierigen Situation zieht sich zurück und schreibt großartigen Kontrapunkt. Da fühlt er sich klar und stark. Und was er dann damit macht, Sie werden es hören heute Abend. Wir danken Ihnen sehr herzlich. Ich möchte dem Quartett sehr herzlich danken, dir, Niklaus, und dass Sie da sind. Schön, dass wir wieder da sind.